Servus Leute, zurück zu Let's Play Heroes of the Storm, diesmal in der Rolle von Lily. Sie ist eine Vollblut-Supporterin, eine Heilerin. Und so werde ich sie auch aufbauen. Ich werde als erstes nehmen, dass eingesammelte Regenerationskugeln erhöhen ihre Mana-Regeneration, weil sie braucht viel Mana. Viel. Ihre Hauptaufgabe ist nämlich ihre Kuh. Heilendes Gebräu. Ich gebe da jederzeit und mit kurzer Abklingzeit meinen Verbündeten, also dem Verbündeten mit den niedrigsten Lebenspunkten in meinem Radius, gebe ich damit wunderbare Heilung. Dann kann sie mit W eine Wolkenschlange herbeibeschwören auf einen Verbündeten, auf sich selbst, die bewirkt, dass der Verbündete oder ich selbst dann zusätzlichen Schaden mache. Und bei Blenden der Wirbel kann ich Gegner mit einem Wirbelsturm antreffen und die verfehlen erstmal. Später können wir es noch zu verlangsamen führen, damit ich ein bisschen useful Skills habe, die ein bisschen im Kampf unterstützen. Aua, aua. Tja, ich heile mich ziemlich schnell hoch. Das ist ein Vorteil von mir. Auf Kosten von Mana. Habt ihr gesehen? Zwei Assassinen und wir haben sie trotzdem, ja, zumindest aufhalten können. Leider kann Lily nichts weiteres machen. Sie ist echt ein super Support. Aber das bleibt so. Ihre besondere Fähigkeit ist, sobald sie Schaden erleidet, wird sie ein bisschen schneller. Gut, um wegzukommen. Weil sonst hat sie ja auch keine Escape-Möglichkeiten. Wie es aussieht, ist Illidan verschwunden. Tja. Den Schaden, den Valak noch macht, kann ich gut wegheilen. Später wird es wahrscheinlich ein bisschen anders sein. Ich habe viele Möglichkeiten, meinen Talenten Lily mit aktiven Fähigkeiten wie so ein Heilschutzzauber oder Schutzschild zu machen. Aber da ich ein Spieler bin, der sehr oft vergisst, es einzusetzen, kann ich einfach nichts dran ändern. Ich vergesse es immer. Tut mir selbst leid. Aber ich kann das irgendwie nicht. Deswegen mache ich das Beste raus und nutze ihre Fähigkeiten in... Sehr schön! Haben wir einen gekillt? Nutze ihre Fähigkeiten lieber, um hier die Fähigkeiten zu verbessern. Ach, da unten ist ja Party. Sag doch was. Das Coole bei dem Spiel ist, ich kann einfach auf der Q-Taste bleiben. Gekillt! Oh, ist doch geil. Läuft doch ganz gut. Oh, Gazlo und der andere. Naja, Nicht in die Nähe von dem ganzen Zeug kommen lassen. So, haben wir den letzten dort unten auch noch gekillt? Cool. Gazlo ist ziemlich gut im Camps einnehmen. Deswegen sehen wir ihn auch dort unten, wie er gerade ein Camp einnehmen will. Böse, wenn er jetzt gerade überrascht wird. Dann hat er keine Chance mehr. So, als nächstes mache ich erhöht die Heilung, die meine Verbündeten bekommen. Oh, schon wieder hier. Ah, Gazlo wurde erwischt. Na gut. Ausgezeichnet. Ihr kriegst noch einen Wirbelsturm hinterher. So. Oh, wir haben sogar noch das Lager bekommen. Auch schön. Oh, was macht ETC? ETC bleibt bei mir. Ich bin useless alleine. Sieht man auch an meinen normalen Attacken. Die sind sehr schwach. Aber sie unterstützen.
Supi! Ja, später wird es noch besser. Du liebe Güte. Ach, meine Heilung ist echt stark. Oh, hat seine Heilung getriggert. Unten ist das Tribut. Wir sollten verschwinden. Erstmal hole ich mir den Brunnen und dann geht's runter. Das ist dann schon das dritte. Wenn wir das noch kriegen, wäre das ziemlich geil. Gerade läuft dort unten die Party. Und die Ulti, passend zu meiner Fähigkeit hier, nehme ich Krug der 1000 Schlücke. Damit heile ich extrem schnell alle in meiner Nähe. Das Alternative wäre ein Wasserdrache auf den nächsten Gegner, der ihn verlangsamt und Schaden zufügt. Was hat der Voodoo-Doktor gerade gemacht? Tja, jetzt bin ich alleine. Aber ich habe keine Probleme ins Hirn kommen. Oder sonst irgendwas. Ich habe nicht mal Probleme gegen Illidan, wie es scheint. Hier, Illidan. Ich töte Illidan. Ich bin Carrie. GG. Oh. Ach, die nehmen gerade Golem ein. Schon zu spät. Haben schon geschafft. Dann bleibe ich hier. Das wird ihnen gewiss fehlen. Ein wunderbarer Push, muss man zugeben. Ich bin hier aber echt an der falschen Stelle, weil ich muss eigentlich mein Team unterstützen. Aber das hat sich gerade so angeboten. Durchzupushen. Ah ja, beim Golem mithelfen. Außerdem gibt es hier welche, die ich unterstützen kann. Mit Gebräu. Ich bleibe einfach auf der Q-Taste drauf und mache alles andere sonst noch. Zusätzlich. Dude. Als nächstes Nasibu. Ja, mach ich mal meine Ulti. Schnell Gebräu für alle um mich herum. Oh, ein Hydralisk von Kerrigan. Das war ihre Ulti. Was hat jetzt der Heckendoktor gemacht? Keine Ahnung. Als nächstes nehme ich Blendender Wind verlangsamt Ziel. Dadurch kann ich endlich mit meiner E auch die Gegner verlangsamen, was recht brauchbar ist. Und ich sehe schon, mein erstes Talent, was ich gewählt habe, das, wo ich mehr Mana-Regeneration habe, das bringt's voll. Ich habe nämlich keine Probleme zu heilen. Dauernd zu heilen jetzt. Die brauche ich. Nein, die will ich haben. Dadurch kriege ich noch mehr Mana. Der Gegner. Okay, der Gegner ist oben. Dann pushen wir oben. Gaslo arbeitet hier weiter. Sehr gut. Da könnt ihr gleich... Nee, die kommen gerade noch nicht. Wir kümmern uns um die. Das Schöne ist, so schwach Lilly auch ist, sie wird auch deswegen meistens nicht gefokust, was ein extremer Fehler ist. Ich habe schon oft gemerkt, dass ich Kämpfe, die ich normalerweise leicht schaffen würde, so ziemlich schwer schaffen. So, wieder meine Ulti. So geil. So geil. Doppelkill.
Ich halte alle meine Leute am Leben. So, heilendes Gebräu entfernt Beeinträchtigungen und erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist OP, oder? Das ist richtig, richtig geil. Ich brauche gar kein Reittier mehr. Ich mache das alles so. Brauchen die vielleicht noch Hilfe? Nee, glaub nicht. Gaslow könnte vielleicht ein bisschen Heilung gebrauchen. Wie sieht's denn mit den Punkten aus? Ach, schaut euch mal die Heilung an. Wunderbar. Oh, ETC hat eine gute Selbstheilung. Das stimmt. Warum laufen wir eigentlich alle dort unten hin? Ich laufe den einfach mal nach. Ich habe gar keinen Plan. Warum? Supi! Ach so, wir haben einen gegankt. Na toll. Bin ich jetzt kein großer Fan von? Besonders Gaslow alleine zu lassen. Oh, so viel Maschinen! So ein Zufall, dass wir gerade alle hier sind. Und Party veranstalten. Und dort oben, ETC. Kerrigan! Kerrigan! Okay, machen wir den platt. Ist doch fein. So, Kerrigan, bleib hier bei mir. Ich halte dich. Ist sie gleich wieder full life. Viel besser als jeglicher Tower. Oder Brunnen, meinte ich eigentlich. Ja, ETC ist einfach abgehauen. Ah, jetzt wurde ich mal erwischt. Wann? Das ist der Nachteil. Wenn Lilly und ihre Verbündeten zu klein das Leben haben, dann ist es schwierig. Boah. Wie? Durch den... Was? Wurde die nicht gestunt? Krass. Oh, aber jetzt. Aber jetzt. Die hat keine Chance mehr. Die hat keinen Mana. Gut gemacht, Vala. Sehr gut gemacht. Okay. Oh, wir dominieren so richtig. Aber schaut euch mal an. Diese Heilung. 40.000 allein wir beide. Und die haben nicht mal die Hälfte davon. Tja, Support ist in diesem Spiel auch eine wichtige Rolle. Sollte man nicht unterschätzen. Warte mal, Illidan, Ulti. Hier? Achso, wegen dem bösen Golem. Ah, das nächste Mal verfluchen. Perfekt. Und scheinbar keine Gegner in Sicht. Nee, auch so gern ich dort oben pushen würde, alleine taue ich einfach nichts. Das ist schwierig, daran sich zu gewöhnen, dass man einfach alleine nichts taugt. Ich muss mich einfach an die Leute hängen und sie so gut wie möglich unterstützen. Das ist die Rolle des Support. Deswegen versuche ich jetzt da runterzukommen. Ja. Komm, nimm einen Drachen. Für mehr Damage. Dieser Todbeschwörer, Hexendoktor, der ist aber auch nicht so Premium. Der bleibt immer im Kampf. Der feedet uns sehr richtig. Aha. Oh. Was habe ich denn? Ah, erhöht die Anzahl der erhaltenen Ziele. Das ist doch das Feines. Der wird sterben. Ah, nicht über den Gift, über seine Ausdünstungen da drüber hüpfen. Oh, Party bei ETC. Geil. Ah, jetzt ist es dominiert. Ah, alles dominiert hier. Es war ein bisschen gefährlich hier. War das nicht schlecht?
Jetzt haut er auch noch seine Ulti. Oh, Kerrigan, Kerrigan. Risky. Nein, das Gebräu kam zu spät. Das war halt ein Thema Overextenden. Der Hexendoktor hat eine ziemlich mächtige Ulti und wenn der nicht aufgehalten wird, dann... Lasst uns einfach was anderes machen. Außer mein Mana ist relativ low. Gehen wir mal... schaut euch das an. Was pusht denn dort oben? Nein, ich wollte das. Ah, komm her. Was ist denn das da drüben? Illidan stirbt. Gut. Okay, diesmal hätte er mich besiegt, vermute ich. Der hatte ziemlich hohen Chi. Suppi! Oh Mist! Nicht overextenden. Renn, lieber. Renn! Oh, ich habe keinen Mana mehr. Du musst rennen. Vala ist jetzt lieber zurück. Und ich brauche jetzt Mana. Jetzt bin ich mal am overextenden. Tribut für mich. No problem. That's my job. That's my job. Dass meine Leute am Leben bleiben. Oh. Ah, noch eine GG. Noch nicht. Noch nicht. Den Push kriegen sie noch einmal, aber es wird langsam immer schwieriger. Auf allen... Nein, auf der oberen Lane wird noch nicht gepusht. Wobei, da der Hydralisk. Das wird groß. Ah, seine Ulti. Na gut, na gut. Kein Problem. Hier kriegt er einen Drachen, um ein bisschen mehr Damage zu machen, weil der Drache schießt bei seinen Auto-Attacks mit. Mit. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Ah, Mist. Zu spät. ETC will drauf. Unterstützen. Das war aber brutal. Okay, super Heilung. Und wieder drauf. Gewonnen. Das war Lilly. Ich glaube, der beste Char, wenn man einen Heiler braucht. Die Heilkraft von ihr, echt vitalisierend. Na gut, freut mich, dass ich sie euch zeigen konnte. Vielen Dank fürs Zusehen. Liken bitte nicht vergessen und ciao, bis zum nächsten Mal.